FCB News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt, bwin. Während sich die Mannschaft des FC Bayern München mit exakt dem gleichen Kader, der in der Bundesliga zuletzt in Bremen so erfolgreich war, bereits in Minsk auf das zweite Champions-League-Spiel der Saison vorbereitet, gibt es die FCB-News noch einmal von der Säbener Straße. Dazu herzlich willkommen. Genau 19 Spieler haben sich heute Vormittag am Sonderschalter der Lufthansa auf dem Münchner Flughafen versammelt, um die erste offizielle Dienstreise des FC Bayern München nach Weißrussland anzutreten. Darunter natürlich auch Jerome Boateng. Mit der sagenhaften Quote von 100% gewonnener Zweikämpfe in Bremen der überragende Innenverteidiger. Mit ihm hat sich kurz vor dem Abflug nach Minsk Dominik Oliver unterhalten. Für uns alle ist Minsk ein bisschen die Reise ins Unbekannte. Wie ist es für euch? Ihr seid sicher gut vorbereitet, aber trotzdem ist es etwas Ungewöhnliches, diese Reise? Ja, klar, es ist natürlich eine weitere Reise. Und wir freuen uns auf die Aufgabe und wollen natürlich da auch wieder 3 Punkte holen. Was kann man von dem Spiel erwarten? Barisov ist ja super gestartet gegen Lille, 3-0 zur Halbzeit schon, dann 3-1 gewonnen. Was erwartet ihr von dem Gegner? Ja, ich denke, dass sie sehr heimstark sind, kompakt auftreten werden. Und für uns ist wichtig, dass wir unser Spiel durchbringen und weiter als Mannschaft auftreten. Seid ihr zuversichtlich, dass es der nächste Sieg eingefahren werden kann? Ja klar, wir haben natürlich Selbstbewusstsein von den letzten Spielen und wollen natürlich gewinnen. Tausend Dank. Alles klar. Ciao. Ein vorsichtig zuversichtlicher Jerome Boateng also vor dem Abflug nach Minsk. Nach nun 9 Pflichtspielsiegen in Folge haben die Spieler des FC Bayern München sicher allen Grund, die Reise nach Minsk mit breiter Brust anzutreten. Man weiß allerdings auch, dass man den 8-fachen weißrussischen Meister mit großer Champions-League-Erfahrung, Bate Borisov, unter keinen Umständen unterschätzen darf. Ja, ich glaube, wir müssen nicht denken, dass dieser Moment, wir sind in guter Form, aber es ist eine andere Kompetition, das ist Champions League, das ist ein anderes Niveau und natürlich, das ist nicht einfach, dieses Spiel. Wir müssen richtig konzentrieren, so wie das Spiel gegen Bremen, Samstag, und ich hoffe, dass es geht für uns und wir müssen nehmen 3 Punkte und das ist wichtig. Vom Vorstand des FC Bayern München äußerte sich Karl-Heinz Rummenigge zur ersten offiziellen Reise des Vereins nach Weißrussland. Ja, meine ich weiß und lese ja auch, dass die Demokratie und die freie Meinungsäußerung in Weißrussland zu Recht oder zu Unrecht sehr kritisch gesehen wird. Ich meine, wir haben nun mal eben das Los, das uns ja jetzt eben Bate Borisov beschert hat, zu respektieren. Und wir fahren dort als Gäste hin und ich denke, wir sollten uns auch dementsprechend dort präsentieren. Auf der anderen Seite bin ich auch neugierig. Ich war noch nie in Weißrussland, noch nie in Minsk. Ich werde mir das jetzt in Ruhe anschauen, mir dann eine Meinung zu dem Thema sicherlich seriöser bilden können, als das jetzt vor dem Spiel oder jetzt vor dem Abflug der Fall ist. Und dann wird man weitersehen. Ja, wir haben heute Abend eine Einladung und Das ist eine Verpflichtung im Übrigen auch, dass man eben dass man einlädt und dann auch der Einladung Folge leisten muss. Die komplette Pressekonferenz des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge vom Münchner Flughafen können Sie übrigens bei FCB TV sehen. Knapp 4 Stunden nach dem Abflug bereits die offizielle Pressekonferenz des FC Bayern München im Mannschaftshotel in Minsk, bei der sich der Trainer Jupp Heynckes und die Spieler Anatoli Timoschuk und Manuel Neuer den vielen Fragen der Journalisten stellten. Ja, für uns ist es ganz wichtig, dass wir das morgige Spiel mit der richtigen Einstellung angehen. Wir haben jetzt gegen Valencia zu Hause gewonnen und Bate hat in Lille 3-1 gewonnen. Ich denke, damit hat keiner unbedingt gerechnet vor dem Spiel, aber dementsprechend gilt es auch für uns, dass wir wissen, dass es eine ernstzunehmende Mannschaft ist, zumal sie morgen dann auch das Heimspiel haben wird hier in Minsk. Und mit dieser Einstellung müssen wir einfach ins Spiel gehen, dass wir sie nicht unterschätzen, dass wir hochkonzentriert auftreten. Nicht dabei beim Champions-League-Spiel in Weißrussland ist Arjen Robben. Er trainierte heute an der Säbener Straße mit Diego Contento und hofft, dass seine muskulären Probleme bis zum nächsten Bundesligaspiel am Samstag gegen Hoffenheim behoben sind. Leider Toren punktelos kehrten die Frauen des FC Bayern aus Essen zurück. Sie verloren beim Tabellenfünften mit 0-2. Damit stehen sie mit 3 Pluspunkten auf Platz 8.
Endlich wieder 3 Punkte für FC Bayern 2. Das Team von Mehmet Scholl gewann nach 4 sieglosen Spielen in Serie gegen den FC Ismaning mit 2:0. Torschützen waren die eingewechselten Bastian Fischer und Tobias Schweinsteiger. Alle Tore, alle Höhepunkte vom Spiel der zweiten Mannschaft gegen den FC Ismaning können Sie heute noch bei FCB TV sehen. Dort gibt es ab morgen auch einen ausführlichen Situationsbericht über den FC Bayern München vor dem Spiel gegen Bate Borisov mit weiteren Stimmen zum Spiel, mit weiteren Bildern von der Ankunft und vom abschließenden Training im Dynamo-Stadion in Minsk, wo Bate Borisov seine Champions-League-Heimspiele bestreitet. FCB News gibt es morgen natürlich auch, dann präsentiert von Dieter Nikles direkt aus Minsk.